Ihr Lieben, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Wir fahren jetzt auch los. Ich bin total müde. Ich habe gar nicht geschlafen. Ich konnte gar nicht schlafen. Aber jetzt fahren wir auch, ne? Ja, Maus, komm, wir fahren. Halt uns gleich. So, ihr Lieben, wir sind jetzt da. Aber wir haben das Auto geparkt. Ich habe hier so einen Koffer dabei. Was ist da wahrscheinlich gar nicht brauchen gerade. Und ich bin total aufgeregt. Aber jetzt ist es gleich soweit, ne? Und Lena ist gleich mit Papa unterwegs. Ne, Lena, euch? Ignoriert. Was? Ich hab gesagt, Lena ist gleich mit Papa unterwegs. Medical Face. So, jetzt haben wir geklingelt. Achso, die Tür ist schon auf. Achso, ist schon auf, scheiße. Jetzt rennen wir hoch zur dritten Etage. Willst du drücken? Hier sieht es total edel aus, oder? Meine Kamera ist nass. Ja. Gehst du gleich mit Papa? Bye bye. Du darfst sogar vorne sitzen, wie cool. Und Schatz, bist du aufgeregt? Für mich. Für mich. Warum nicht? Echt? Und jetzt bist du noch mehr aufgeregt, ne? Weil du diese Formel ausgefüllt hast. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. So, soll ich jetzt ein bisschen was erzählen? Ja. Also, wir zeichnen jetzt einmal die Flanken an. Man tastet im Prinzip, wo ist der höchste Punkt, guckt einmal, dieser wird dann eingezeichnet, beziehungsweise guckt man, wie weit das Fett letzten Endes rein, markiert sich diese Punkte, guckt den natürlichen Verlauf des Fettes, so, guckt man auf der Seite, höchster Punkt letzten Endes, fassen das noch an. Hier. Dann wird mit einer speziellen Schablone, diese gibt dann verschiedene Formen im Prinzip mit verschiedenen Rundungen. Hier ist etwas mehr Kurve drin, hält man diese letzten Endes dran und guckt, welche
besser passen. Hier sieht man, hier hat man etwas Spiel, also nimmt man die etwas kleinere Schablone und man sieht, das passt sich gut an. Wir gucken nochmal den Verlauf des Fettes, wie läuft es. Es ist eher so oder eher etwas schräg. Hier sieht man, dass es etwas schräger ist. Hält dann diese Schablone dran. Wir zeichnen uns die Linie ein. Das ist später dafür da, um zu sehen, wo der Applikator letzten Endes angelegt. Dann noch eine zweite Schablone. Die ist im Prinzip, hat den Durchmesser des Applikators, den wir hinterher drauflegen werden. Die zeichnen wir jetzt nochmal sozusagen ein. So. Man kann im Prinzip beim Coolsculpting, ist es so, wir haben für jede Region im Prinzip eine eigene Schablone. Ja, wenn man hier noch etwas weitergehen möchte, Frauen möchten meistens ja etwas mehr den Sanduhrenschnitt haben, das heißt oben etwas breiter, Taille schmal und Hüfte etwas breiter. Beim Mann ist es anders, da wollen wir eher, dass es diesen sogenannten V-Shape macht, das heißt, wir wollen eher hier das Volumen rausnehmen. Für den Bauch letzten Endes würden wir bei dir nochmal eine zweite Behandlung machen. Ich würde Ihnen einmal noch mal zeigen, was wir letzten Endes für unterschiedliche Schablonen haben. So, wir haben im Prinzip verschiedene Größen. Das Größte, was wir haben, ist der Advantage Plus. Der dient zum Beispiel für den Bauch, um viel Volumen rauszunehmen. Dann, wie eben schon besprochen, haben wir die etwas kleinere Variante, den sogenannten Core und Curve für verschiedene Regionen, zum Beispiel an der Flanke oder auch am Bauch vorne. Für kleine Areale, wie zum Beispiel am Knie oder Innenschenkel, haben wir noch die sogenannten PT, sind wesentlich kleiner. Um nochmal zu sehen, welche Größe man im Prinzip hat, das sind die drei unterschiedlichen Größen für verschiedene Areale und dieser ganz große. Und für Reiterhosen haben wir noch hier so eine Schablone, die wird im Prinzip einfach auf die Seite aufgelegt, um im Prinzip die Reiterhose behandeln zu können. So. Bevor man mit dem Coolsculpting letzten Endes beginnt, wird die Haut 2 Minuten lang gereinigt und vorbereitet, von Fetten und Ölen befreit und anschließend legen wir ein Gelpad auf, damit der Applikator ein einwandfreies Vakuum erzeugen kann. Julia bereitet jetzt das Gelpad vor. Das ist unser Coolsculpting-Applikator. Wir schalten jetzt das Vakuum ein. Setzen den auf unsere vorgezeichnete Stelle. Dieser zieht dann die Haut ein. Wie fühlt sich das an? Als ob mich jemand, ne, so, keine Ahnung, ziehen würde, an der Haut ziehen würde. Du hältst einmal bitte das fest hier. Und tut nicht weh. Genau. Und dann legen wir einmal das Band. Einmal drum. Jetzt einfach einmal hinlegen. So, ich lege jetzt hier, das Gerät ist dran. Der saugt momentan nur, es ist noch nicht kalt geworden. Jetzt habe ich erstmal zugedeckt. Einkuscheln. Nee, das ist perfekt so. So, jetzt geht's los. 35 Minuten. 35 Minuten. Jetzt spüre ich kalte Luft. Lass uns etwas sein, sondern dann lege ich dir die am besten hier hin. Dann lege ich dir hier hin. Okay. Na, ansonsten, ich bin auch vorne. Wenn irgendwas ist, sagst du mir Bescheid. Da rufst du einfach, aber ansonsten klingelt einfach. Okay. Okay. Es läuft gerade. Es wird kalt ein bisschen. Geht noch.
Wenn was ist, schreibe ich. Und schreib oder einfach hier drauf drücken und dann kommt jemand. Ja? Also das ist so ein Notrufknopf. Wie gesagt, es kann jetzt sein, dass es ein bisschen zieht, kribbelt. Ja? Das kribbelt es nicht. Es wird halt nur ein bisschen kalt. Ne? Genau, es kann sein, dass es ein bisschen anfängt unangenehm sein. Das geht dann weg durch die Kältebetäubung. Ja, durch das Kalkkribbeln. Ja, viele Patienten schlafen auch einfach nicht, weil das nicht ist. Okay. Wie im Solarium, nur kalt. Ja, ein bisschen wie im Solarium, ja. Also, dann bis gleich. Bis gleich. Auf den Trinken. So, ihr Lieben, 5 Minuten sind jetzt vorbei. Da steht das auch. Ich darf mich natürlich nicht bewegen. Es tut gar nicht weh. Ich habe jetzt gedacht, dass es total schmerzhaft ist, aber es tut wirklich gar nicht weh. Also, du merkst, dass es was zieht. Das ist genauso, wie wenn du den Staubsauger gegen deine Haut hältst. Und ansonsten ist es halt kalt, aber tut jetzt nicht weh. Die Massage könnte ein bisschen wehtun, aber das geht ja nur 2 Minuten. Ja, jetzt machen wir die eine Seite und danach kommt die andere Seite. Genau. Ich bin mal gespannt. Und in 3-4 Wochen sollte man schon die ersten Ergebnisse sehen und beim nächsten Mal machen wir dann meinen Bauch. Ich nehme euch jetzt die ganze Zeit so ein bisschen mit, damit ihr seht, dass es mir noch gut geht. Mir geht es sehr, sehr gut. Und ja, total freundlich hier und war auf jeden Fall keine falsche Entscheidung. Und es gibt auch noch einen Rabattcode, den darf ich euch gleich mitteilen. Und dann könnt ihr euch auf einen 10% Rabattcode freuen. Hallo ihr Lieben. Ja, ich lebe noch. Wir brauchen jetzt genau 11 Minuten und 35 Sekunden noch. Dann ist die erste Behandlung durch. Ich habe immer noch keine Schmerzen. Es wird halt immer ein bisschen kälter, aber es ist ganz okay. Es tut nicht weh. Und ich höre Musik. Bin nebenbei auf Instagram und ja, und sonst warte ich jetzt, bis die 10 Minuten vorbei sind und bin gespannt, wie die Massage wird. Das interessiert mich am meisten. Ich zeige euch das mal kurz, wie das aussieht. Ich kann mich leider nicht bewegen, deswegen werde ich euch jetzt ranzoomen. So sieht das dann aus. Und ja. Jetzt warten wir noch die 10 Minuten. So, das wird jetzt abgenommen. Boah, man spürt nichts, ne? Ja. Wie eingeschlafen. Mhm, muss man anfassen, fass man selber an, will ich. Deshalb ist es noch nur einmal. Danke. Boah, total kalt. So. Nicht mal annähernd. Ja, und was? Frauen, die schon mal Kinder bekommen haben, sind erfahrungsgemäß etwas unempfindlich. Ja, ich glaube, das liegt wirklich daran. Das muss jetzt 2 Minuten einmassig werden. Genau. Wir haben da einfach normale Creme jetzt genommen, damit es einfach so ein bisschen. Von Rituals natürlich, genau. Ja. Damit unsere Patienten auch gut duften. Genau. Das Beste vom Besten. So. Ich glaube, echt nicht schwer. Genau. Ja, das ist wieder unterschiedlich, ne? Ja, krass. Ich glaube, ich habe seit 2 Tagen davon geträumt. Seit 2 Tagen träume ich davon, ja. Warum machen wir die Massage? Die Massage muss letzten Endes gemacht werden, um die Zellmembran aufzubrechen. Zumindest hier 2 Minuten massieren, um ein 68% besseres Ergebnis zu erhalten als ohne Massage. Das ist nicht nur anstrengend für den Patienten, sondern auch für den Masseur. Und? Noch 40 Sekunden. Und wie ist es? Also drückt halt ein bisschen, aber tut nicht weh. Okay,
So, das war's. Das ist geil, ne? Ja. Und man merkt es auch beim Kleben, wie das so Kristall ist. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say. Reicht, ne? Hast du selber schon nochmal angefasst, wie kalt es ist? Lieber nicht. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Ich zeige euch das mal. Das ist. Ich spüre nichts, das tut momentan weh. Weil. Die Stelle jetzt unterkühlt ist natürlich. Minus 11 Grad. Und jetzt warte ich auf Arne und dann gehen wir auch. Der holt mich jetzt ab. Und es tut halt weh, 5 Minuten und dann ist es komplett vorbei. Komplett. Dann spürst du, das ist jetzt der einzige Schmerz, der 5 Minuten geht. Aber ist auch halt bei jedem unterschiedlich. Bei mir tut es jetzt nicht so weh, wie vielleicht bei anderen. Genau. Draußen regnet es. Ich habe hier auch noch mein Wasser. Cool, oder? Da steht Medical Face drauf. So, jetzt ist der Schmerz weg. Voll komisch, der geht auf einmal weg. Und ja. Jetzt warte ich, wie gesagt, auf Order und dann gehen wir direkt. Fahren wir nach Hause. Ich habe auch so ein paar Tütchen vorbereitet da hinten. Mit Süßigkeiten als Dankeschön.
Und ich nenne euch gleich noch den Rabattcode und alles Mögliche. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Wie man sieht, bin ich total fit. Danach kann man natürlich nach Hause gehen und alles ist gut. Ich habe jetzt noch einen Rabattcode für euch. Und zwar, wenn ihr Familie Said sagt, ganz normal, wenn ihr was bucht oder so, kriegt ihr 10% auf alles. Und ja, ich hatte eine super Beratung und der Termin lief perfekt. Ich hatte meine Ruhe, ich war Filme am Gucken. Eine Behandlung dauert 35 Minuten. Genaueres erzähle ich euch dann zu Hause. Ich fühle mich wirklich fit. Ich habe die Jogginghose von Order an übrigens. Und die warten auch schon unten auf mich. Deswegen melde ich mich gleich nochmal bei euch. So, ihr Lieben, wir sind jetzt vor 2 Stunden nach Hause gekommen. Ich habe mich nicht mehr gemeldet. Ich habe euch ja gesagt, dass ich total müde bin. Auch war, weil ich nicht geschlafen habe. Ja, das Wetter ist total schlimm draußen. Es regnet total. Und ich habe mich jetzt mit Lena hingelegt ein bisschen. Wir haben ein bisschen geschlafen. Mir geht es jetzt viel, viel besser. Ich fühle mich auch fitter. Was ich sagen möchte, man kann nach der Behandlung, du kannst auch in deiner Mittagpause Cool Sculpting machen lassen. Du fühlst dich danach fit. Ich hatte keine Schmerzen, außer nach der Massage. Das war dann 5 Minuten lang. Das ist auch total normal. Ich meine, die Stelle ist eingefroren sozusagen, minus 11 Grad und das muss ja wieder auf die normale Körperwärme zurückkommen. Deswegen hat das natürlich ein bisschen gezogen, aber das war wirklich in 5 Minuten weg. Ich lag da unter einer Decke und dann geht das viel, viel schneller. Ja, jetzt habe ich keine Schmerzen mehr, nur das ist taub, komplett taub. Ich werde heute sehr wahrscheinlich nicht nochmal baden. Ich habe einfach Angst, dass ich krank werde. Und Lena braucht mich jetzt natürlich und am Samstag ist ihr Geburtstag. Ich habe ihr gestern geduscht, gestern Nacht und ja, ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich hoffe, ihr kennt das gut. Ja, so sieht das jetzt aus. Man sieht natürlich noch hier die Striche und so. Die Schwangerschaftsstreifen sind jetzt auch nach außen gekommen. Aber das Gute ist, die Haut strafft sich auch dadurch. Es wird straffer. Und nächste Woche haben wir dann hoffentlich den Termin für meinen Bauch. Weil heute hat die Karte dafür gefehlt. Man muss ja eine Karte reinschieben in das Cool Sculpting-Gerät. Und ja, ich bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden. Es hat wirklich nicht wehgetan. Ich habe ja 2-3 Tage lang Albträume gehabt sogar. Aber das ist nicht so wirklich. Also das tut gar nicht weh. Ich weiß, dass sehr viele von euch das auch schon machen lassen haben. Mir haben sehr, sehr viele geschrieben. Aber die haben direkt gemerkt, dass es nicht das Originalgerät war. Und ich weiß auch, dass viele mir geschrieben haben, das, was du anwenden lassen wirst, das ist sehr wahrscheinlich ein Originalgerät. Ja, das ist ein Originalgerät gewesen, was ich angewendet bekommen habe. 1000%. Das ist aus Amerika. Und ihr müsst da wirklich aufpassen. Also es gibt Internetseiten, die bieten das für 100 Euro an pro Zone. Und da könnt ihr euch sicher sein, dass das sowas kann auch gefährlich sein, ne? Und nach hinten losgehen. Falls ich noch Schmerzen bekommen sollte, darf ich nur Paracetamol nehmen, kein Ibuprofen. Aber bis jetzt habe ich gar keine Schmerzen. Also mir geht's ganz gut. Ich habe nur diesen Schlaf gebraucht, weil ich habe kaum geschlafen. Man ist halt aufgeregt, ne? Ja, Nina geht's auch gut. Die war ja mit Papa unterwegs. Und Audra hat das sehr, sehr gut gemeistert. Der ist jetzt Fußball spielen, hat heute Abend frei. Und dann mal schauen. Ich glaube, wir legen uns auf die Couch und chillen einfach. Ich koche heute auch nicht. Ich will mich auch nicht zu überanstrengen. Klar, man kann machen, was man will danach. Aber trotzdem, Audra meint jetzt, mach lieber erstmal nichts. Der meinte auch direkt, geh, leg dich hin, weil der weiß auch, dass ich nicht geschlafen habe. Ja, ansonsten bringt der gleich Suppe mit. Ach, ich habe ein Paket bekommen von einer Zuschauerin. Das wollte ich euch zeigen, genau. Nina, komm mal mit. Für die Spendenaktion. Die haben wir nämlich gerade abgeholt. Das andere Paket war in der Filiale. Die war aber zu voll und ich konnte nicht... ich war total übermüdet. Deswegen konnte ich nicht richtig stehen und habe gesagt, komm, dann holen wir das morgen ab. So, also ganz oben lag so ein Brief drin für die Spende. Ich habe dir einen Brief geschrieben. Ich hoffe, ich darf den Brief vorlesen. Aber ich denke schon, oder? Total schön. Also früher habe ich die Briefe auch immer so geschrieben. Kunterbunt.
Hier steht jetzt Liebe Said, aber ich denke mal, sie meinte Liebe Emel. Ich finde, es ist eine tolle mit der Spende. Achso, tolle Aktion mit der Spende. Du bist eine tolle, hübsche Frau. Ich gucke gerne deine YouTube Live Videos zu. Ich würde mich sehr freuen über 2 Autogrammkarten mit Unterschrift. Ich habe dich ganz doll lieb, auch wenn ich dich nicht kenne. Deine Anna-Marie. Ich werde dir auf jeden Fall 2 Autogrammkarten schicken. Wir haben keine Autogrammkarten, aber das ist nicht schlimm. Ich schicke dir einfach 2 Fotos von uns mit einem, mit einer Unterschrift drauf. So, dann das erste, was mir entgegengekommen ist, ist dieser süße Minion. Genau, ein Minion. Total süß, oder? Nein. Das gehört aber nicht dir, ne? Dann hat sie so 2 Notizbücher geschickt. Einmal, obwohl das glaube ich beides für die Mädchen, das glitzert so. Einmal das, einmal das. Dann hat sie so Geschichtsbücher geschickt, Märchenbücher, Minibücher. Ab 3 Jahren. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5 Stück, genau. 5 Geschichtsbücher. Dann hat sie 4 Packungen und Esspapier geschickt. Für die Kinder in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und sie hat ganz viele von diesen Haargummis geschickt. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Ja, diese Haargummis. Ja, ganz viele. 4 Packungen. Dankeschön. Hier sind überall Ananas hier drauf, total süß verpackt. Ich muss jetzt aufpassen, dass man ihre und meine Adresse nicht sieht. Das ist so schön. Das packe ich jetzt auch gleich direkt mit in den Schrank. Ja, ich bedanke mich bei dir und deine Karten kriegst du, sobald ich wieder freie Luft habe. Falls ich das vergessen sollte, musst du mir kurz nur nochmal schreiben, damit ich das auch keinesfalls vergesse. Weil momentan bin ich wirklich sehr, sehr vergesslich, weil ich viel zu sehr mit dieser Aktion beschäftigt bin. Dann hat Lina noch Geburtstag diese Woche. Ja, genau. Ich muss jetzt ganz, ganz viel Wasser trinken. Nur weil ich das jetzt machen lassen habe, heißt das nicht, dass ich jetzt so leben darf, wie ich möchte. Das heißt jetzt nicht, dass ich Burger, Pizza und keine Ahnung was in mich reinstopfen darf. In 3 bis 4 Wochen sieht man das Endergebnis. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, danach ist mein Bauch dran nächste Woche hoffentlich, wenn Audel auch kann. Ich will jetzt auch nicht Audel zu überlasten. Und sonst, ja, warten wir mal ab, ne? Mäusi, bist du auf meinen Schoß? Aber, hallo, wir müssen deinen Pampers wechseln. Ja, ich wechsle mal Linas Pampers und dann melden wir uns gleich nochmal. Sag mal bye, bis gleich. Bye. So, ihr lieben, Audel hat gerade angerufen. Der ist ja jetzt bei der Werkstatt wegen dem Auto. Ich mache uns jetzt eine Suppe, weil ich will auch nicht so lange warten. Und dann jeden. Und dann jeden. Und das ist auch das. Oder das. Das. Und guck, das können wir dann alles so essen. Ja, was ich euch vergessen habe zu sagen, also die Behandlung, wie viel die kostet, kann ich euch jetzt so nicht sagen. Ihr geht da hin und dann müsst ihr halt sagen, wie viele Zonen ihr haben möchtet, was euch stört alles, egal was ich jetzt sage, ich will nicht lügen. Ihr kriegt auf jeden Fall 10% und wenn ihr mehrere Stellen macht, dann wird auch gibt es einen Preisnachlass, genau. Ja, also ihr könnt, sagen wir mal, ihr macht es jetzt wie bei mir, dann kriegt ihr auch einen Preisnachlass. Wenn ihr jetzt sagt, ich will die Seiten, meinen Bauch und meinen oberen Bauch oder so. Genau. Und wenn ihr dahin geht, müsst ihr einfach nur sagen, wir kommen von dem Kanal Familie Said. Dann kriegt ihr 10%. Ja. Ich mache jetzt, wie gesagt, eine Suppe. Wir haben voll vergessen, für die Pampers zu kaufen. Deswegen Morten meinte auch gerade, wir können mit der Bahn kurz in die Arkaden fahren, wenn du möchtest. Und ich denke mal, frisch schadet nicht. Deswegen machen wir das, glaube ich, sogar. Ja, setzt du dich kurz hier hin? Ja. Willst du dich kurz da hinsetzen? Okay. Ja, ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Sehr viele haben immer Fragen gestellt. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen mit dem Video beantworten. Ich gucke euch jetzt gar nicht an. Tut mir leid, Leute. Moment.
Ja, ich mache jetzt wie gesagt das ab und dann. Ich weiß nicht, wie lange Audio braucht. Der ist jetzt nach Troisdorf gefahren. Ist schon weit weg von uns, aber was muss, das muss. Das Auto muss ja gecheckt werden. Das Öl muss gewechselt werden mit dem Filter. Ja, pass auf, ne? Nicht, dass das ins Wasser fällt. Hey. Ich fühle mich wirklich wieder total fit. Was mich so kaputt gemacht hat, war eigentlich nur... Willst du umrühren? Okay, warte. Was mich kaputt gemacht hat, war eigentlich ehrlich gesagt nur, dass ich halt zu wenig geschlafen habe. Die Leerwasch. So, jetzt kannst du umrühren. Warte. Warte, ich zieh dich mal zu mir. Ich habe Angst, dass du runterfällst. Genau. Und sonst, heute sollten wir die Messer bekommen für die Spende, haben wir nicht bekommen leider. Weil wir nicht zu Hause waren, das wird jetzt morgen geliefert, total nett, da muss ich das nicht extra abholen, aber ich muss morgen so oder so zu Post. Und dann, ja. Sonst gibt's eigentlich nichts. Ja, Mama! Ja, Nina ist am Kochen. Mamas. Mama. Ja. Schön machst du das. Arvin, ein Kuss. Ja, Mama, Mama. Ja, du machst Mama, Mama. Warte, komm, machen wir zusammen einmal. So, hopp, 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 hopp. Okay. Das riecht gut, ne? Ja, nein, nein, nein. Ja, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ich habe 2 Bananen gegessen und eine halbe Laugenstange. Und wir haben mittlerweile schon 5 Uhr fast. Aber egal. Anne! Ja, ich mache schon mal Brotkrumen für dich, ja? Du kannst weitermachen. So ihr Lieben, wir waren jetzt kurz in den Arkaden, haben für Lina Pampers gekauft und Klopapier, dann wollen wir noch was essen. Lina darf sich jetzt ein Pudding gönnen und guckt Marsha und dann geht sie auch schlafen. Ich setze mal kurz hin. Komm, Anne. Anne? Ja? Ah, Mama? Soll ich das aufmachen? Achievement. Bitteschön. Anja! Ja, Anja. Ja, Lina isst jetzt ihren Pudding und dann geht sie schlafen. Na, Nijit? Sold me out. I did not know.